Bonjour, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Rising World. Heute machen wir einen französischen Tag. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß dabei und wir scheren erstmal dieses Schaf. Und machen dann weiter mit der normalen Ansprache von dem Troublet. Ja, gut. Ein kleiner Versuch war es ja mal wert. Wir sind wieder bei Rising World und heute wollen wir mal ein kleines bisschen hier uns wieder umschauen, denn ich möchte erstmal meine ganzen Trauerweiden jetzt einsammeln. Das hat mich nämlich geärgert, bevor ich hier weitermache. Denn mit den Trauerweiden kann man dann später noch etwas ganz Schönes anstellen, aber erstmal die Trauerweiden finden. Da ist eine. Da ist eine Trauerweide. Es ist richtig traurig, traurig, traurig. So, die Folge hier kommt heute ein bisschen später, weil ich eigentlich die ganze Zeit nach News gesucht habe, aber das Wochenende war es ziemlich, ziemlich ruhig. Und gleichzeitig musste ich auch noch ein paar andere Sachen machen. Also es gab ein bisschen was zu tun. Natürlich auch noch hier Seelsorge für jemanden und so weiter. Alles, was dazu gehört. Also das komplette Paket. Oh, komm, hau ab. So. Und ja, jetzt gucke ich gerade, aber irgendwie finde ich mal wieder hier keine. Der Baum ist hier lang gefallen. Ich finde wie immer hier nichts, was irgendwie ansatzweise wie so Setzlinge aussieht. Na toll. Ja, Blumen finde ich. Blumen habe ich gefunden, finde ich auch gut. Blumen kann man immer gebrauchen. Blumen sind wichtig. Man sollte einem vielleicht auch mal sagen, wenn das Inventar voll ist, fällt mir gerade mal auf. Zum Glück habe ich jetzt gerade keine Pflanzen gefunden oder so. Ach, kann ich eh nicht sammeln. Kann ich auch nicht sammeln. Müsste eigentlich stehen so, dein Inventar ist voll. Und ich glaube sogar, das wurde eingeführt eigentlich, ne? So, was mich jetzt auch noch hier ärgert, das ist das hier. Eigentlich wollte ich jetzt gerade erstmal schlafen gehen. So. Also, was habe ich jetzt insgesamt mitgebracht? Ich habe heute mal gar nichts mitgebracht. Also, das heißt, ich muss mir wieder Sachen aus den Fingern ziehen. Doch, sowas kann ich eigentlich meistens am besten, wenn ich mir irgendwelche Sachen aus den Fingern ziehe. Ja? Tut zwar manchmal weh, gerade auch, weil der Finger eigentlich ein fester Bestandteil meines Körpers ist, aber naja. Das Schaf haben wir geschoren. Das ist in Ordnung. Da sehe ich jetzt auch keine weiteren Probleme drin. Ich würde sagen, wir räumen jetzt erstmal ganz kurz ein paar Sachen weg. Das Holz brauche ich jetzt aktuell nicht mehr. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich die Blumen drin hatte. Ich glaube, hier hatte ich die Blumen drin. Hoffen wir einfach mal. Nein, hier hatte ich sie drin. Gut, dann bringen wir sie da rüber. Blume rüber. Und hier packen wir dann noch das rüber. Wir haben die Toilette noch drin, die muss ich dann auch noch irgendwann mal verbauen. Und ja, Steine. Ja, die Steine packe ich jetzt erstmal dahin. Die brauche ich aktuell nicht. Gemüse bringe ich ja nach oben. Und hier packe ich die Steine erstmal hin, weil wir jetzt ja erstmal Trauerweiden suchen. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, was ich da oben hatte. Weil ich es gerade gesehen habe, hier hatte ich Holz drin. Das heißt, das kann wieder alles zurück und das Holz kann natürlich hier hin. So. Gut, und dann wollte ich mich ganz kurz schlafen legen. So, also ich habe mir ja wie gesagt schon mal ein paar Gedanken gemacht. Was möchte ich denn jetzt als nächstes bauen? Und bin noch nicht ganz so sicher geworden, aber die Idee mit dem Mario-Parcours fand ich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Muss halt nur gucken, ob ich das so hinbekomme, wie ich mir das denke. Ne? Es gibt natürlich ein paar Steine, die ich dahin platzieren kann. Und habe ich dann halt diese Fragezeichenblöcke. Da stelle ich mir halt noch die grobe Frage, wie ich die am besten darstelle. Aber ich glaube, da werde ich auch so ein paar 3D-Elemente nehmen, sag ich schon. Ein paar, wie heißt das? Grafiken nehmen.
So, nicht Elemente, sondern Grafiken. Einfach Grafiken ohne das 3D. So, aber wir suchen jetzt trotz alledem immer noch hier die, wie heißt es, Trauerweiden. Jetzt bin ich jetzt hier gerade unterwegs. Ich sollte mir auch demnächst mal einen Kompass bauen, habe ich gerade mal beschlossen. Aber hey, da haben wir Trauerweiden. Die ist zwar ein bisschen groß für eine Trauerweide. Eieiei, ah, das wäre beinahe mein Tod gewesen. Aber interessant, dass hier auch nochmal was ist. So. Cool, da ist ja auch noch ein Gebiet, wo ich noch nicht war. Aber um das kann ich mich auch später kümmern. Ich hoffe, dass jetzt hier auch kein Bär in der Nähe ist, weil ich habe keinen Bärenhunger und er muss auch keinen haben. Super, wie mache ich das jetzt am besten? Sind hier schon wieder keine... Hier sind schon wieder keine Setzlinge, das gibt es doch nicht. Dafür ist hier ein Schwein. Na super. Das kann es doch nicht geben, dass hier wirklich keine Setzlinge sind. Ich habe doch extra das so angemacht, dass er das wieder zeigt, dass da was ist. Aber hier geht es ja auch nochmal runter. Oh. Ach du meine Güte, da geht es ja auch nochmal so tief runter. Wo bin ich denn hier gelandet? Ich finde es ja schön, aber... Hm. Also Trauerweiden ist wirklich immer sehr schwer anscheinend zu finden. Oder aber sehr schwer da irgendwelche Setzlinge zu bekommen. Muss ich sagen, da könnte man jetzt nochmal so ein bisschen... Oh, ein Fuchs. Gibt es bei dem irgendwas? Nö. Bei dem gibt es nichts. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, da gibt es jetzt jedenfalls so ein bisschen so Leder oder so. Hätte ja eigentlich schon mal eingeführt werden können. Wenn wir mal ehrlich sind, mit Leder könnte man dann auch beispielsweise schön das Sofa oder so noch ausstatten. Ja, ein Ledersofa, ein Stoffsofa. Aber okay, gut. Das sind so kleine Feinheiten. Da kann man sich jetzt drüber streiten. So. Nun gut, dann würde ich sagen, fange ich mal an hier. Wo will ich das denn überhaupt hinbauen? Ich möchte das gerne an so einer Wand bauen. Ich glaube, das baue ich dann hier so entlang. Ja, das wäre eigentlich die Idee. So, brauche ich jetzt erstmal... Na toll, durch die Lücke komme ich nicht durch. Erstmal so Steinblöcke, die... Also ich versuche sie alles hier in diesem Style herzustellen, darum... Muss ich erstmal ganz kurz gucken... Was ich denn da am besten für Steinblöcke nehmen würde. Das ist aber nicht die Holzbank, das ist die Blockbank. So, Mario hat ja immer so welche Steine, könnte man fast sagen. Aber erstmal brauche ich welche für den Boden. Die in einem gewissen anderen... Obwohl, die wären ja jetzt auch geil als Boden. Egal. Nee, wir machen das... Der Boden ist Sandstein. Pflasterstein. Genau, weil er ja auf dem Boden rumrennt. Und da könnte man dann nehmen... Nee. Das ist mir zu neutral aus. Nehmen wir mal das jetzt. Gucken wir einfach mal, wie das ist. Nein. Oh, puh. Ich dachte, jetzt macht er gerade die 200 noch was. 64 Stück. So... Ich bin schon neugierig, wie ich die Röhre mache. Sandstein. Jetzt brauche ich die anderen Steine. Ich brauche einmal Holzplanken. Muss ich auch mal ganz kurz gucken, was nehme ich denn da für Holzplanken? Die sollen natürlich jetzt nicht so... Da möchte ich jetzt mal bitte einen herstellen. Möchte mal wissen, wie sehen die jetzt aus? Ah, das sind so Viererblöcke, ne? Ah, nee. Die möchte ich dann doch nicht haben.
Zack. So, also, machen wir das nochmal. Haben wir hier noch irgendwas mit Holz? Holzblöcke, was haben wir denn da? Oh, nehmen wir die. Nehmen wir die und versuchen damit jetzt erstmal das Beste herzustellen. So, fangen wir erstmal damit an. Wie gesagt, es kommt davor noch eine Glasplatte. Und ich werde natürlich versuchen, das Ganze dann auch so zu bauen, dass das ein... Sag mal, in einem... Wenn jemand hier auf diesen Server kommen würde, diesen Parcours auch laufen könnte. Ja, es soll natürlich aber auch eine Herausforderung darstellen. Ich bin ja mal neugierig, ob ich das dann hinbekomme. So. Machen wir jetzt erstmal hier so ein bisschen anfangen. Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Hier ist ja schon so viel weg. Machen wir jetzt noch hier weg. Ja. Also ich weiß jetzt noch nicht, ob sich jemand überhaupt mal Gedanken gemacht hat, ob es einen Parcours in Rising World jemals geben wird. Ja, in Minecraft ist das ja mittlerweile schon fast, gehört das zum Standard. Ja, egal in welchem Spiel, man versucht da über Parcours-Möglichkeiten dann irgendwie den Skill noch herauszufordern. Ja, und ich mache mir jetzt einfach hier mal Gedanken, so das erste Level von Mario einfach als Parcours zu machen. Ja, mal gucken, wie man das am besten darstellt. Ich bin ja mal neugierig. So, also hier können wir jetzt anfangen. Mal gucken. Na, es ist ein bisschen zu eng. Gehen wir also hier hin. So. Die Frage ist, kann man jetzt hier auf diesen dann durchlaufen? Okay. Gut. Jetzt bin ich natürlich gerade am Überlegen. Ah, ich habe ja, wartet mal. Ich habe ja das Super Mario Maker Buch und da ist ja sogar der Plan von dem allerersten Level drin, wie das erstellt wurde. Das bietet sich natürlich dann an, dass man sich das mal anguckt. Planning Sheets von Welt 1.1 suche ich. Genau. So, und ob man es glaubt oder nicht, das war ein ganz schön weiter Weg, so wie ich das gerade sehe. Das wird echt mal interessant, das wird eine interessante Herausforderung. Okay, das heißt, also wir haben jetzt erstmal hier, da muss ich dann auch noch einen Pfeil hinbauen. Ob ich es glaube ich noch nicht, man kann es kaum lesen. Muss man echt ganz kurz 10 Sekunden, kleinen Augenblick. Ein Block. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Blöcke bis zum ersten. 28 Blöcke bis zum ersten Block, der was zu sagen hat. So. 28 Blöcke. 3 Blöcke zurück. 1, 2, 3. 2 Blöcke. 3 Blöcke hoch. Und da oben drauf kommt dann was. Okay, das kann ich dann machen. Ich muss erstmal gucken, ob ich da überhaupt noch durchkomme. So, dann geht es hier weiter. Hatte ich ja gesagt, 3 Blöcke weiter. 3 Blöcke weiter kommt dann das erste Holz hin. 1. Ah, habe ich noch andere Blöcke? Ja, ich habe hier sogar noch... Ah, stimmt, die habe ich ja noch. 1, 2. Kann ich ja noch aufbrauchen. Genau, das sind dann diese anderen Blöcke. Richtig. Zack, zack, zack. Wunderbar. Ach Mist, ich muss ja sogar noch einen höher. So. Platz, 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 Platz. So. Und wer Mario kennt und das erste Level kennt, der weiß, dass das hier und das da wegkommt. Genau. So, und da muss ich jetzt noch irgendwie mir was einfallen lassen, so sternmäßig. Ja, aber komme ich denn da jetzt durch? Hier komme ich nicht durch, aber hier komme ich durch. Und dann kann ich auch hier springen. Wunderbar. Das ist cool. Das gefällt mir. Muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich cool. Geil.
So. Also ein Mario-Parcours in Rising World. Das ist mal eine Herausforderung. Das finde ich mal cool. Ja, selbst wenn das eigentlich rein theoretisch nur in Blockformat ist, ist es doch mal was anderes. Jetzt muss ich aber nur noch irgendwas finden, was so leicht golden glänzt und irgendwas Metallisches oder so, kupfermäßig. Das da leuchtet schön gelb. Und was haben wir hier für Metallsachen? Metallplatten? Nee, auch nicht. Recyceltes Metall. Nee, es muss ein bisschen goldiger sein, oder? Das sind Fliesen. Okay, Putz. Jo, den... Machen wir mal davon zwei. Einfach mal davon zwei. Stahlbeton. Nee, kann ich definitiv nicht nehmen. Steinfliegen, Holzplanken. Holzblöcke, die sind mir zu hell. Da, Marmor, genau. Probieren wir es mal mit dem Marmor, wie das aussieht. Halt, ich brauche drei, fällt mir gerade auf. Ich glaube, der Marmor, der wird es sein. Ein paar mehr gebaut, Ende aus. Ich glaube echt, der Marmor, der wird es sein. Der sieht nämlich sehr gut aus dafür. So, dann laufen wir da mal hin. Eine Kuh will schon den Parcours machen. Ja, oder ist das jetzt Bowser, der dann später mal Peach entführt? So, eins, zwei. Ja, hier müssen wir ganz kurz fliegen. Drei. Der kann weg. So, und hier muss ich jetzt nochmal drei hoch. Eins, zwei, drei. Zack, und die da weg. Nur noch die Frage, wie kriege ich da einen Inhalt rein? So. Also, jetzt sehen wir es hier mal aus der Sicht von Mario. Ja, könnte was werden. So. Und jetzt noch die Röhre. Die Röhre müsste in grün sein. Aber ich sehe gerade was. Die Zeit ist leider schon vorbei. Aber vielleicht erkennt man doch schon so die ganzen kleinen Ansätze. Ich jedenfalls muss sagen, ich freue mich riesig drauf auf diese Idee. Ihr könnt mir mal eure Meinung schreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr sowas von einem Parcours haltet. Also ich werde da natürlich jetzt auch noch Leitern hinbauen und alles drum und dran, um das ein bisschen dynamischer zu machen. Versteht sich von selbst, ja. Aber, ja. Was haltet ihr von der Idee? Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich fürs Zuschauen und sage, ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.